Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein mega DM-Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es wird auch noch eine kleine Verlosung geben. Und ja, es ist halt ein bisschen mehr geworden, weil ich ein paar Anlässe hatte. Zum einen habe ich mir selber ein bisschen was gegönnt. Dann hatte ich noch zwei Ladies, die bald Geburtstag haben, wo ich ein bisschen noch was zu den Paketen, die ich sowieso schon für die gepackt habe, dazu gekauft habe. Ein bisschen Haushaltskram haben wir gebraucht und ich war auch teilweise einfach mal ein bisschen neugierig, ne? Ja, es ist einfach sehr viel. Ich habe das hier alles auf meinen Tisch gestellt, damit ich das relativ zügig dir auch zeigen kann und das Video nicht allzu lang wird. Als erstes zeige ich dir aber erstmal ein Produkt, was mir zugeschickt wurde, und zwar von Hair Doctor. Mega geil. Also, ne, das ist so ein Haaröl und da habe ich auch noch so ein Heftchen zugekriegt, wo drin steht, was man alle so bei Hair Doctor kaufen kann. Ich hatte ja dieses Shampoo in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt und da hatten die mich angeschrieben und gesagt, Mensch, wenn du die Produkte so geil findest, willst du das nicht auch mal ausprobieren? Klar, gerne. Und da freue ich mich mega drauf. Das wird jetzt auch demnächst in mein Badezimmer einziehen und das sieht einfach richtig hochwertig aus, ne? Das ist so eine Glasflasche und hier oben kommt dann das Öl raus. Da bin ich richtig gespannt, das auszuprobieren. Oder ist es kein Glas? Doch. Doch, das ist doch Glas, ne? Ich finde es auch so hübsch in dieser Verpackung. Es ist der Wahnsinn. Ja, bin ich gespannt, das Neue auszuprobieren. Exklusives Pflegefluid für neuen Glanz. Pflegt, schützt und macht schöner. Ne? Das wurde mir halt, wie gesagt, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und ich muss es hier nicht zeigen. Ich tue es aber einfach, weil ich euch einfach auch in meine neuen Errungenschaften, mit einbeziehen möchte. Genau, und das ist mit Arganöl und das wird ausprobiert. Meine Haare brauchen sowas, meine Haare brauchen Pflege, gerade jetzt, wenn es auch so wärmer wird, dann werden die sehr, sehr trocken. Da verwende ich immer in den Spitzen auch richtig Öl und sowas. Macht mega Sinn. So, ihr seht, dass ich ein Make-up drauf habe. Dazu kommt auch noch der Look tatsächlich online. Der wird online gestellt. Den habe ich mit Produkten aus diesem Haul auch gedreht. Das heißt, ich habe erst das Schminke gedreht, diesen Look geschminkt und jetzt drehe ich euch den Haul ab. Es ist alles verwirrend für mich heute. Auf jeden Fall waren unter anderem diese Produkte dabei. Moment. Ich versuche sie dir irgendwie zu zeigen. Ach so, und weil es so viele Produkte sind und weil das aus so vielen verschiedenen Einkäufen kommt, sieh es mir nach. Ich kann dir die Preise leider nicht einblenden. Das wird dann ein bisschen heftig. Aber ich versuche dir coole Produkte unten in der Infobox zu verlinken, ne? So, ich habe einen neuen Highlighter von e.l.f. und der ist wirklich, wirklich schön. Der ist Highlighter-tauglich, der ist alltagstauglich. Hier steht hinten nicht drauf, was es für einer ist. Wo habe ich denn die Verpackung? Die habe ich weggeschmissen. Da, der war nämlich in so einer Verpackung. Das ist ein bisschen schade, dass es nicht draufsteht. Also das ist auf jeden Fall cruelty-free, das finde ich auch cool. Und das ist der Metallic Flare Highlighter und in der Farbe Weiß-Gold, White Gold, ne? Ich finde, dass der aber sehr champagnermäßig ist. Also ich hätte den eher als Champagner bezeichnet. Ich habe den teilweise verwendet, weil ich noch einen anderen auch noch drüber gegeben habe und das Ganze irgendwie angeglichen habe. Der kommt noch gleich. Der ist sehr, sehr schön nass. Der gefällt mir richtig gut. Kann ich wirklich empfehlen. Der fühlt sich echt toll an. Das ist wirklich ein toller Highlighter. Ich swatch den immer hier und hier sieht man ihn nicht. Hier mache ich das mal, genau. Dann sieht man den ein bisschen mehr, genau so. Und, ne, das ist ein nasser und schöner Glow, der lässt sich mega aufbauen. Also, geiles Produkt, ist mit eingezogen. Der zweite Highlighter, den ich meine, ist nämlich der hier, Alverde Wolke 7. Leute, wenn ihr Kabam in your face wollt, ist das euer Highlighter. Da ist ein silberner und ein goldener Highlighter mit dabei. Und das Silber ist das, was du quasi in meinem Gesicht explodieren siehst. Den musste ich enorm abschwächen, weil er doch eine Stufe zu hart war. Und ich swatche schon wieder hier, aber ich glaube, den siehst du, ne? Der ist Hammer. Der ist richtig geil. Der hat zwar etwas gröbere Glitzerpigmente, muss ich gestehen. Also der ist halt wirklich so für so einen Abendlook ganz gut. Ja. Und der von e.l.f. ist eher was für Alltags-Make-up, aber beide Hammer oder alle drei sind es ja im Prinzip. Dann habe ich einen neuen Primer, den von Catrice, der diese 10 Sachen machen soll. Den fand ich mega interessant, den habe ich auch drauf und den finde ich auch toll, kann ich empfehlen. Schau dir den auf jeden Fall an, zumal der auch noch, den kannst du auch solo tragen, da musst du gar keine Foundation drüber machen und das ist richtig cool. Und das ist eine Grundierung, feuchtigkeitsspendend, Antifalten, natürliche Strahlen, Schutz vor Umwelteinflüssen, Antioxidantien, porenminimierend, Hauttonausgleichend, ausgleichend, weichzeichnend und UV-Schutz mit Lichtschutzfaktor 15. Also ein cooles Teil, das kommt mit so einer leichten Färbung auch tatsächlich raus und ja, der hat mir gut gefallen. Da habe ich mich drüber gefreut. Gutes Produkt.
etwas, was ich jetzt eher tatsächlich als Fehlkauf bezeichnen würde, weil es mich nicht so überzeugt hat, ist von L'Oréal die CC C'est Magique Creme, weil die tatsächlich nicht die Deckkraft hat, die ich von ihr erwartet hätte. Ne? Das fand ich ein bisschen schade. Das hat mich wirklich enttäuscht. 24 Stunden Feuchtigkeit. Ja, also es war schon so wie so eine Sonnencreme, die du dir ins Gesicht gibst. Ne? Aber die wurde schnell fleckig. Die würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also da gibt es schönere CC-Creams, die man sich anschauen kann. Gerade jetzt aktuell kommen ja auch immer mehr schöne Produkte, so Sommerprodukte raus, aber das ist jetzt kein Must-Have. Und ich bin echt hart am Überlegen, ob die weiter wandern wird. Das ist wirklich schade, weil die echt 10 Euro oder so gekostet hat. Eine Mascara ist wieder bei mir eingezogen. Die habe ich damals immer gehabt und dann habe ich letztens bemerkt, dass ich sie gar nicht mehr habe. Und obwohl ich 5 Millionen Backups habe, habe ich sie vermisst. Das ist von L'Oréal, die Glam & Doyle Waterproof. Und die ist einfach Hammer. Ich liebe sie. Sie ist zuverlässig. Die macht dir jetzt zwar keinen Kabam-Augenlook, ne? Also die macht dir jetzt keine ultra krassen Wimpern, aber sie ist zuverlässig. Du hast jetzt nicht das Ding, dass du über den Tag denkst, scheiße, die fällt mir jetzt gleich von den Augen runter. Die krümmelt mir weg oder die stempelt sich ab. Bei mir ist die einfach zuverlässig. So, das ist, glaube ich, wirklich das Prädikat, was ich für diese Mascara aussprechen muss. Ist halt die ganz bekannte, die jeder irgendwie auch, glaube ich, im Schrank hat, ne, mit dem Gummibürstchen. Die ist spottbillig mit 3,95 oder so, aber sie ist einfach gut und deswegen, ne, gehört sie einfach auch mit dazu bei mir. Ein Produkt, was ich mir immer kaufen wollte und jetzt gekauft habe und dann doch irgendwie enttäuscht davon bin, ist von BH Cosmetics der Studio Pro Total Coverage Concealer. Den habe ich in der Farbe 102 gekauft und den trage ich auch heute. Na klar, dadurch, dass ich eine sehr, sehr leichte Foundation quasi drauf hatte, hat der Concealer... Wir wurden kurz unterbrochen. Genau. Wo war ich denn? Genau, den habe ich drauf gemacht. So, genau. Und der ist halt wirklich extrem deckend. Das, was aber halt da auch noch erschwerend hinzukommt, ist, dass der sehr austrocknend ist. Also ich persönlich finde, dass meine Augenpartie heute wirklich alles andere als frisch aussieht. Ich finde, dass ich sehr, sehr müde aussehe. Und das nicht, weil ich müde bin, weil das bin ich nicht, sondern, denn es ist Wochenende, das ist einfach vom Concealer. Und deswegen wird er auch weiter wandern, was ich voll schade finde. Das ärgert mich, ne? Das sind halt viele Produkte, die ich... Tschüss. Die ich neu gekauft habe, die jetzt auch direkt weiter wandern. Und das ist echt schade. Naja, ein positives Produkt, was ich gekauft habe, ist von auch Alverde aus dieser LE. Schaut euch die auf jeden Fall an. Das ist dieser Highlighter im Bronzer. Den Bronzer habe ich drauf. Na, der Highlighter, das ist ja eher so ein Bronzer-Topper, ne? Werde ich jetzt so nicht tragen. Man muss halt viel Produkt nehmen und immer weiter aufbauen, um dann das Ergebnis zu bekommen, was man haben will. Aber ich finde den wundervoll. Der macht ein schönes, flawless Ergebnis. Es ist... voll toll, also voll natürlich, also voll, sie ist nicht natürlich, dass ich so braun bin, aber ne, geiles Produkt, kann ich euch empfehlen, richtig schön. Auch ein schönes Produkt ist von Catrice dieser Blush in der Blushbox und das ist die Farbe 02 It's Wine O'Clock, der etwas dunklere von denen, die es da gab und das ist halt so ein Mosaikmuster. Und ja, ich finde den total super. Wenn man den halt so vermischt, dann kommt dann halt eine schöne Farbe dabei rum, die ich jetzt auch auf meinen Wangen trage. Also ne, hier auf dem Arm sieht es immer ein bisschen heftiger aus, als es dann im Gesicht ist, weil das Gesicht ist dann ja immer ein bisschen brauner als hier. Ja, und ne, der bröselt zwar sehr, aber der ist schön pigmentiert. Der gibt echt einen schönen, natürlichen Blush-Rot-Kram ins Gesicht. Ich habe mir eine Palette gekauft, die Crystallized Amethyst Eyeshadow Palette. Ich habe mir auch die Rose Quartz geholt, aber die ist schon bei meiner Verlosungsgeschichte. Die liegt da hinten noch. Die verlose ich nämlich in dem Video, wo ich diesen Look schminke. Genau, und diese Palette habe ich jetzt quasi auf den Augen drauf. War von dieser Palette aber mega enttäuscht. Das heißt, ich habe sie einmal benutzt und sie wird direkt weiter wandern. Warum? Weil eben diese beiden Töne, die ja quasi diese Palette ausmachen und sie von einer Nude-Palette abheben, schlecht sind. Damit kann ich nicht arbeiten. Das sah so übel aus, dass ich mich abschminken musste und neu schminken musste. Das hat mich so geärgert, dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt zu dieser Palette greife, mich ärgern werde. Und ich habe genug Nude-Paletten. Auch Nude-Paletten mit schönen Schimmertönen, wo ich genau diesen Look easy peasy 5-fach, 10-fach, 50-fach wahrscheinlich schminken kann. Das heißt, die Palette zieht nicht in meine Sammlung ein, die wird direkt weitergehen. Leider. Hat mich voll geärgert. Kannst du dir nicht vorstellen, ne? Naja,
ich habe euch ja gesagt, dass ich für zwei Personen Geburtstagsgeschenke gekauft habe. Liebe Vanni, wenn du jetzt zuschaust, stell bitte weiter bis zu diesem Zeitpunkt, weil ansonsten siehst du, was du unter anderem in deinem Paket haben wirst, was du wahrscheinlich nicht wissen willst. Also, weiterschalten. Genau. Für die liebe Vanni habe ich geholt, einmal von Balea die Hornhautentfernersocken, ne? Das ist jetzt einfach gerade passend und witzig und keine Ahnung. Und es wird quasi unter dem Thema Glitzergeburtstag alles stehen. Ja. Und dann habe ich hier von Catrice den Sun Glow, das Matte Bronzing Powder in Water Resistant. Und das ist quasi ja die Farbe 035 Universal Bronze. Ja, das ist für Medium to Darker Skin. Ich denke mir immer so, bei Bronzer darf es jetzt auch gerade im Sommer ein bisschen dunkler sein. Das muss ja nicht immer dieser hellste Bronzer sein. Den siehst du dann ja irgendwann nicht mehr. Aufgeholt habe ich ihr das Rose Quartz Pinsel Set von BH Cosmetics. Das habe ich auch und das finde ich mega geil. Und ich denke, darüber wird sie sich echt freuen. Das sind so schöne Pinsel, die sind so weich und das ist einfach, du hast da alles drin, was du brauchst, ne? Also guck mal, das sind 9 Pinsel und damit kannst du dich echt alltagsmäßig oder wie auch immer, du kannst da alles mit schminken, alles und das ist super. Von Balea bekommt sie die Body Lotion Lucky Moments, verwöhnt mit exotischem Vanilleduft und ja, für jede Haut geeignet und da ist halt Glitzer mit drin und weil sie halt mega auf Glitzer und Mädchenkram steht, bekommt sie das. Dann habe ich ihr zwei Masken geholt, einmal von Balea die Beauty Therapy Folientuchmaske, nicht nur weil sie, wenn du die auf dem Gesicht hast, aussieht, als wärst du, also du siehst dann aus wie eine Disco-Kugel in Silber, sondern weil sie einfach auch einfach gut ist. Und die habe ich geholt, weil die einfach geglitzert hat. Ne? Balea Peel-Off-Maske Sparkle and Shine reinigt Poren tief und klärt das Hautbild mit Bergkristall schimmernd für normale und Mischhaut. Das ist halt so eine ja, Zwei-Sachet-Maske. Ja. Noch ein bisschen dekorative Kosmetik habe ich geholt. Da habe ich einmal von Essence Crystal Crush Eyeliner. Ich weiß gar nicht, ob ich den extra geholt habe oder ob ich den hier in meiner Sammlung noch hatte und ihr den quasi als unbenutzt rausgesucht habe. Muss ich echt überlegen. Weiß ich nicht. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Ich weiß es nicht. Genau, ich glaube, den hatte ich in meiner Amazon Beauty Surprise Kiste mit drin. Genau. Von Catrice die Iconista Volume Mascara Lash Millionizer. Genau. Die ist mit einem ziemlich witzigen Bürstchen. Die habe ich auch in Verwendung. Mag ich auch wohl mal ganz gerne. Nur manchmal habe ich so einen Tag, wo sie mich nicht so gerne mag und dann klumpt die. Aber mal ist die toll. Und dann halt so richtig. Und mal ist die einfach furchtbar. Ich glaube, das liegt dann auch daran, wie gut man sich dann abgeschminkt hat. Ich weiß es nicht. Ein bisschen für die Entspannung. Ein Massageball von Ebelin habe ich ihr geholt. Und ja, der ist rosa. Der hat Glitzer mit drin. Und Entspannung geht doch immer. Dann habe ich ihr noch eine Bürste geholt. Und zwar auch von Ebelin. Und die fand ich vom... ja, die ist einfach poppig, ne? Da hast du... also, ne? Kannst du immer gut gebrauchen, so ein Ding, finde ich. Und ja, ich mochte die Farben einfach. Und dann ist die einfach mitgekommen. Und auch für unterwegs, dann aber ein bisschen schlichter von Ebelin. Das ist so ein kleines Spiegelchen. Und auch sowas kann man immer ganz gut gebrauchen. Das ist einmal in der normalen Vergrößerung und in der Zweifachvergrößerung. ja, und dann habe ich ihr noch... sie hat zwar 3 Tage nachdem das Sternzeichen vorbei ist, Geburtstag. Aber ich habe sie gesehen und ich fand sie toll und ich habe sie ihr mitgenommen. Von Zodiac die Leo-Palette, also für das Sternzeichen Löwe. Und da habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt einfach mal. Ne? Auch wenn das 3 Tage dann zu spät ist. Huch, genau. Ups. Und so schaut die aus. Und ich finde die eigentlich von den Farben her auch ultra cool. Ne? Da kannst du gut was mitmachen. Und ja, die ist auch sehr shimmery. Also du hast ja nur 2 matte Töne drin und ansonsten hast du da nur Schimmertöne drin. Und das ist halt genau das, was ich bei ihr sehe. Also Vanni, wenn du jetzt dann doch gestalkt hast, dann weißt du, das, was du kriegst. Achso, nee, eins habe ich noch nicht gezeigt. Moment. Das liegt nämlich unter der Kiste. Und zwar habe ich dieses Buch geholt. Das ist ein... Fotoalbum und da steht drauf, es gibt immer einen Grund zum Feiern und ich stehe ja auf Fotoalben und ich finde, man sollte auch einfach mal so Erinnerungen aufheben und in Fotoalben packen und deswegen habe ich ihr das geholt, das ist von Paradies, ne? Und ja, das ist auch hübsch. Gleich geht's weiter mit Haushaltsprodukten, aber erst zeige ich dir, was du gewinnen kannst und sag dir, was du dafür tun musst. Und zwar kannst du dieses BH Cosmetics Rose Quartz Pinsel Set gewinnen. Das ist total super, das habe ich ja auch selber. Und siehst du ja auch immer wieder in meinen Videos. Ich finde es großartig, da hast du 9 wundervolle, richtig gute Pinsel mit drin. Und du solltest mir einfach dein allerliebstes Lieblingsprodukt unten in die Kommentare schreiben. Und damit nimmst du dann automatisch an der Verlosung teil.
Alles andere steht in der Infobox. Haushalt. Naja, was heißt Haushalt? Ich habe auch ein bisschen Beauty dazwischen. Ich habe in meinem Aufgebraucht-Video ja gezeigt, dass ich Nagellackentferner leer gemacht habe. Jetzt habe ich mir wieder so einen kleinen geholt. Da gab es aber nur noch bei diesen kleinen Größen von 50 Milliliter welche mit Kokosduft. Aber das eh voll nach Nagellackentferner riechen wird, ne? Macht er den Braten auch nicht mehr fett. Jo, ne? Wie gesagt, mit Kokosduft ist das jetzt, aber es ist für die Füße, das ist weit genug entfernt von meinem Gesicht. Und ich benutze das ja eh vorm Duschen, dann riecht man das nicht mehr. Und der riecht einfach nullnass nach Kokos. Das ist einfach Nagellackentferner, Leute. Ja, und so ein Ding, da brauche ich Jahre für, um das aufzubrauchen. Von daher, das passt schon so. Womit mache ich weiter? Erstmal mit so Taschentücherboxen. Da habe ich von Ebelin einmal die hier geholt. Und dann habe ich gesehen, dass die auch noch Recycling haben. Die ich sogar noch schöner finde vom Design her. Die habe ich geholt. Und Nature is not a place to visit, it is home. Oh. Voll schön. Enjoy the nature. Und mit Blumis und noch mehr Blumis. Ja, und das ist halt die klassische, ne? Take it easy. Die habe ich auch garantiert schon irgendwo mal gehabt. Ja, das sieht sehr bekannt aus. Die hatte ich schon mal. Follow your heart, genau. Ne? Da sind, glaube ich, 100 drin und da nur 60. Ich guck mal. Ja. Also in der klassischen sind 100 und hier sind 60 drin und ich bin einfach gespannt. Vielleicht macht es auch einfach mal Sinn, auf diese natürliche Geschichte umzusteigen, aber da muss ich erstmal testen. So, ich hatte auch was online bestellt, da gab es dann dieses hier dabei, finde ich ganz praktisch, weil diesen Staubmagnetengedöns kannst du immer gut gebrauchen. Wir hatten die, glaube ich, auch mal von Swiffer tatsächlich, also richtig toll. Staubmagnet-Kit, da hast du den Stab und einmal dieses Puschelfiech und dreimal Aufnahme, keine Ahnung, weil das wahrscheinlich unterschiedliche Lamellen sind. Und ja, ich finde es gut. Wir machen das sehr, sehr gerne. Damit kannst du super über alle möglichen Oberflächen drüber gehen und da den Staub runternehmen. Gerade wenn du jetzt so Pollenflug hast, was jetzt nicht so viel ist, aber im Frühling, mega gut. Dann habe ich geholt von Denk mit Wäscheweißtücher mit Powerweißformel, beseitigt Grauschleier und Gilb, für alle weißen Textilien geeignet, auch für Feines. Ja, wir waschen unsere weiße Wäsche, Mensch, ja auch immer separat, da kann man doch gut mal sowas mit beilegen. Was mir übrigens nicht so gefallen hat, was ich letztens mal geholt habe, sind die Trocknertücher, die kannst du in der Tonne kloppen. Werde ich jetzt aber noch aufbrauchen und dann in meinem nächsten Aufgebraucht-Video von erzählen, die waren furchtbar, die haben nichts gemacht. Ja, genau. Ne? Aber die tun hoffentlich was. Mal gucken. Dann wollte ich auch noch ein bisschen ökologischer mit den Müllbeuteln werden, denn ich habe gehört, also beziehungsweise gelesen, mir wurde das in die Kommentare geschrieben, dass diese Plastik-Bio-Müllbeutel, wo zwar draufsteht, kompostierbar, zwar kompostierbar sind, aber erst in 5 Milliarden Jahren grob. Da habe ich mir die aus Papier jetzt mal geholt. Finde ich zwar furchtbar, wenn die so durchsuppen, aber wenn das wirklich der Umwelt hilft und man mit so einem Produkt dann vielleicht da irgendwie was Gutes tun kann, warum nicht, ne? Lege ich mir halt einen Sieber unten rein oder so und wasche den Mülleimer halt einmal mehr aus. Aber ich wollte es mal wieder gucken. Ich weiß, dass wir damals, als ich ein Kind war, sowas zu Hause immer hatten und die immer total doof waren und gerissen sind, aber da war der Weg von der Biotonne zur Küche immer so weit und dann ist halt quasi auf dem Weg diese Geschichte gerissen und wir haben die Biomülltonne sehr nah bei und ich kann ja auch einfach meinen Mülleimer mitnehmen und das dann so rein, weißt du? Keine Ahnung. Wird jetzt ausgetestet und da hat man irgendwie ein besseres Gewissen mit bei. Und dann habe ich einen, Denk mit Waschmaschinenpflegereiniger geholt. Joa, wollte ich einfach mal wieder meiner Waschmaschine gönnen, dass die einmal gereinigt wird und das soll halt so die letzten Seifenreste und den letzten Spack entfernen, aktiv gegen Kalk und Ablagerung. Ja genau, man nennt das so freundlich Ablagerung, ich nenne Spack. und Kalk ist ja auch ein Thema. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Ich mache zwar in jede zweite oder jede dritte, je nachdem, Wäsche so einen Tab auch mit rein. So einen Pflegetab für die Waschmaschine. Aber sowas ist, glaube ich, nochmal eine Stufe krasser. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viel muss man da reinmachen. Ohne Wäsche und Waschmittel, genau. Nimmst du einfach das und das ist dann die reine Reinigung. Und dann habe ich mir ein neues Shampoo und eine neue Spülung geholt. Und zwar von L'Oreal Elvital Dream Length. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber es sah schön aus. Und ich hatte ja mal die Kur und fand die super. Und jetzt habe ich mir das nochmal in Shampoo und Spülung geholt. Und ja, werde das dann hoffentlich demnächst auch mal austesten. Einfach, weil ich es toll fand. Ja, das riecht so gut. Deswegen, das durfte dann einfach mal mit. Dann müssen wir noch ja, ganz regulär waschen. Da habe ich mir jetzt mal einen Weichspüler geholt von Ecovere. Und zwar, weil der vegan ist, glaube ich.
Ich hatte das irgendwie, ich hatte das nämlich im Online-Shop gefiltert nach vegan, weil ich gehört habe, in normalen Weichspüler sind irgendwelche Ekelsachen drin. Und da habe ich mir gedacht, okay, die hast du dann ja im Vegan nicht, also habe ich den mitgenommen. Aber da steht jetzt nicht extra vegan drauf. Unser Weichspüler enthält einen palmölfreien Aktivstoff auf Basis von europäischem Rapsöl. Der hilft, die Fasern zu schützen für weiche und gepflegte Wäsche. Der himmlische Duft verführt zum Träumen und Wohlfühlen. Und da steht alles mit Pflanzen, bla bla, verbesserte Pflegeformel, ökologische Premiumqualität, pflanzliche und mineralische Inhaltsstoffe mit Rose und Bergamotte. Und da möchte ich mal dran riechen, weil der auch neu ist. Also ich kann ja online nicht riechen. Oh, der riecht aber sehr, sehr angenehm. Der riecht so ein bisschen nach Perwoll. Nach dem, was meine Oma immer hatte. Nee, nach Persil, Entschuldigung. Ja, ne? Wird ausgetestet. Da freue ich mich aber auch ehrlich gesagt echt drauf. Ein neues Waschmittel habe ich auch mitgenommen. Ein Vollwaschmittel. Apfelblüte und Aloe von Denk mit. Da hatte ich, glaube ich, auch vegan angeklickt. Und die von Denk mit waren als vegan gekennzeichnet. Und Apfelblüte kann ich jetzt sehr gut gebrauchen, weil ich das irgendwie einfach aktuell sehr gerne mag. Aber hier steht jetzt nicht extra drauf, dass es vegan ist oder so. Aber online beim Filtern ist es aufgetaucht. Keine Ahnung. Weil ich halt diese tierischen Fette da nicht drin haben will. Das fand ich so eklig, als ich das mal gehört habe. Und das riecht echt toll. Ja, Apfelblüte. Und Aloe, naja, ne? Wenn es pflegt, ist doch auch schön. Wenn Aloe Vera nicht nur die Claudi pflegt, sondern auch die Wäsche, die auf Claudis Haut landet. So, und was ich auch immer mitnehme oder beziehungsweise was ich auch immer in die Waschmaschine mit reinmache, ist ein Hygienespüler. Dann nehme ich gerne von denen Denk mit. Wäschedesinfektion beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und speziellen Viren. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich fühle mich da einfach wohler mit. Das habe ich auch online gekauft. Und so ein Hygienespüler ist immer eine Sache für sich, weil die schnell auslaufen. Und DM macht das aber ganz schlau. Der packt den einzeln ein in eine Folie, und also in eine Tüte. Und da war ein bisschen was ausgelaufen. Aber das war dann halt nur an dieser Verpackung und nicht überall im Paket. Das fand ich sehr, sehr nett. Ja, deswegen. Den benutze ich immer wieder. Den finde ich toll. So. Als letztes habe ich für die liebe Dani hier was gekauft zum Geburtstag. Dani, wenn du zuguckst, dann kannst du vielleicht schon abschalten. Ich guck mal. Ja, dann kannst du schon mal abschalten. Die anderen bitte sitzen bleiben und weiter gucken, was die Dani von mir zum Geburtstag bekommt. Ja, und zwar habe ich von Balea Duschgel mit Avocado and Strawberry Kiss geholt. Mit Avocado-Extrakt und Erdbeerduft. Das fand ich so witzig. Das musste einfach mit. Das bekommt die liebe Dani. Und ich rieche mal einmal dran, ja. Das habe ich nämlich online bestellt. Oh mein Gott, ich will mich da reinlegen. Es ist geil. Ich glaube, ich muss es nochmal kaufen. Voll geil. Voll geil. Ja, das halt für die Dani. Und dann habe ich ihr von der neuen Catrice Clean ID den Mineral Swirl Highlighter geholt mit 96% natürlichen Inhaltsstoffen und der ist vegan. Das hier ist die Farbe 010 Silver Rose, den ich euch zwar jetzt öffnen kann, aber nicht swatchen, Leute, das geht nicht. Der schaut so aus und der hat wirklich so ein marmoriertes Muster vorne drauf, ne? Das sieht echt cool aus und ja. Das ist halt auch wieder eine, also Catrice hat ziemlich viel Neues aktuell rausgehauen, finde ich schon krass. Dann habe ich von Schäbens die Hyaluron Hydrogel Maske Mega Booster sofort mehr Feuchtigkeit polstert von innen aufgeholt. Das ist eine zweigeteilte Maske und die hatte ich auch schon mal und die finde ich richtig, richtig klasse. Die kann ich wirklich empfehlen und deswegen habe ich ihr die auch geholt. Dann habe ich ihr gekauft von BH Cosmetics die Marvin Magnificent Palette. Die habe ich selber gar nicht in meinem Besitz, sondern habe sie nur für die liebe Dani gekauft zum Geburtstag. Genau. Warum habe ich sie nicht für mich gekauft? Weil ich finde, dass ich genug Paletten in dieser Richtung habe, auch wenn ich sie wundervoll finde. Doch vorsichtig kriegt man die raus. Also, ich meine, ihr habt sie bestimmt alle schon gesehen, ne? Die Marvin-Palette, die neue. Die ja ganz gut sein soll und ganz viele Highlighter auch mit drin hat. Und ich muss das kurz ordnen hier. Und ich finde die Töne auch wundervoll. Also da, ne, kann ich nichts gegen sagen. Ich finde nur, dass ich genug Highlighter habe und ich habe auch genug von diesen Tönen, die sich hier in der Palette befinden. Da ist jetzt nichts mega Spezielles für mich mit dabei, deswegen habe ich mir die selber nicht gekauft. Aber ich verschenke sie gerne weiter, weil sie einfach echt cool ist. Und ich finde sowieso Influencer-Produkte total geil. Hole ich mir persönlich immer wieder gerne. Ja.
Aber solche Produkte verschenke ich auch ganz gerne. Dann habe ich ihr geholt ein Produkt, was ich unfassbar praktisch finde. Und zwar von Catrice, den Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Den benutze ich ständig. Immer. In meinen Schminkvideos erwähne ich den, glaube ich, jedes Mal. Weil ich den einfach toll finde. Random. Von, ich glaube, Evelyn ist das. All My Cuties. Nee, von Essence. Das ist so eine kleine Nagelfeile mit einem Fuchs drauf. Oh, ne? Voll süß. Dufte mit. Die fand ich einfach geil. Das ist eine Massagerolle Mini für Muskeln und Faszien. Das ist ja so eine Faszienrolle von Evelyn. Und die sind ja total im Trend jetzt aktuell, ne? Alle Freunde von mir haben das gefühlt und ich habe es nicht. Die haben die aber auch ein bisschen größer und die kannst du halt sehr schön für den Nacken nehmen oder für den unteren Rücken oder sowas, ne? Das ist ganz schön. Also halt auch genauso wie bei der, ich darf das gar nicht sagen, Vanni, du weißt von nichts. Wie bei der Vanni auch, ne? Ein bisschen was für Massage und Entspannung habe ich geholt. Dann habe ich für die Dani geholt einen Haarreif. Ist er nicht wunderschön? Oh, ich finde ihn wundervoll. Ist halt so mit Öhrchen und mit Rosen und so ein wundervoller Schminkhaarreifen, finde ich. Ob man den jetzt im Alltag tragen würde, sei jedem dahingestellt, ne? Ist von Evelyn, glaube ich. Ja. Dann habe ich hier von Alverde auch dieses Wolke 7 Highlighter Set geholt. Ich bin sehr, sehr froh, dass es auch so geil ist. Also, dass es auch ein gutes Geschenk ist. Habe ich euch ja eben schon gezeigt, glaube ich. Ich gucke auf meinen Arm. Ja, habe ich geswatcht. Dann habe ich ihr geholt von Judith Williams die Anti-Aging Foundation. Die hatte ich auch schon mal da. Die hat mittlerweile meine Stiefmama in Spe bekommen. Nein, meine Stiefschwiegermama in Spe. So. Und das ist ein echt schönes Make-up, eine schöne Foundation. Ich habe aber selber genug da und kann das auf jeden Fall der lieben Dani empfehlen. So, was habe ich denn noch? Dann habe ich von Catrice diesen neuen Primer auch mit beigelegt mit den 10 fantastischen Eigenschaften. Auch von Alverde aus der Wolke 7 LE einen Lippenbalsam. Dann habe ich noch mit beigelegt, auch von Alverde, in der Farbe 04 Berry einen Lippenstift. Das ist dieser hier. Sieht man nicht so viel. Das ist dann die Farbe. Ich mag den jetzt ungern öffnen, weil das ist ein sensibles Produkt, finde ich. Dann habe ich ihr eine Blushbox von Catrice mitgenommen. Das ist eine Nuance heller als der, den ich drauf habe. Das hier ist die Farbe 010 Dolce Vita. Eher so ein Peach. Einen Bronzer von Essence habe ich auch mitgenommen. Das ist das Luminous Matte Bronzing Powder für Lighter Skin, also für etwas hellere Haut, in der Farbe 01 Sunshine. Den finde ich übrigens richtig ansprechend. Also, das ist ein Geschenk, Claudie. Den kannst du jetzt nicht ausprobieren. So, und das Letzte, was hier in der Box mit drin ist, aber es kommen noch andere Produkte, glaube ich. Nee, bei Dani nicht. Für Dani war es das alles, aber bei Vanni kommen noch andere Produkte hinzu. Genau, das Letzte ist hier von Evelyn eine Mini-Klappbürste mit Spiegel. Und Leute, das ist ein so niedliches Muster mit diesen richtig geilen Koalas. Oh. So süß. Ihr Lieben, das war's. Denkt an die Verlosung und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Ich kann nicht mehr reden. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!